Latte und mir ist heiß. Es ist abartig heiß. Aber wir haben diese Lebensmittel bekommen und deshalb müssen wir die jetzt auch filmen. Das ist das Brand News Paket, das wir hier haben. Und zwar ist es die XXL Deal Box. Manchmal kaufe ich die und manchmal nicht. Diesmal habe ich sie bestellt. Manchmal ist sie auch ganz fix ausverkauft. Manchmal ist sie auch noch länger da. Man weiß es nie. Okay, diesmal, wie gesagt, habe ich sie genommen. Und ich sehe schon, war jetzt gar nicht mal so toll. Es ist ein Baguette drin. Wir haben eben aus der Lieblinge-Box, die haben wir schon gefilmt, auch genau so ein Baguette gefunden. Und ich frage mich, ob das wirklich eins der Lieblinge 2021 war. Oder 2020. Weiß nicht. Auf jeden Fall eins der Lieblinge aus allen Boxen soll dieses Baguette-Brot gewesen sein. Ich weiß nicht. Naja, dann haben wir hier die Kunden in einem in sich Nische draußen. Gut, klang nur so, als wäre es eine Rasse. Pringles Tortilla, Fiery Chili. Also was ganz Scharfes. Schwägerin, Schwager, was für euch? Ich mag sowieso keine Pringles, der Herr des Hauses auch nicht. Aber der Herr des Hauses hat neulich die Chips gemocht. Wie hießen die? Chips. Besondere Chips. Ja. Und das ist wirklich ein Wunder. Naja, gemocht. Ich hab du sie hast gegessen. Sie alle gegessen, also ja. Hast du sie gemocht. Nein, ich würde mir sie nicht kaufen. Ich weiß. Sie waren da. Aber das ist, glaube ich, seit 17 Jahren das erste Mal überhaupt Chips gewesen, ne? Ja, Pringles mag ich also gar nicht und Fiery Chili mag ich auch nicht. Früher habe ich scharf gegessen, jetzt nicht mehr, mag das nicht mehr. Ist vorbei. Ich bin alt. Will das nicht. Aber meine Schwäger und mein Schwager, die essen sehr gerne scharf. Die werden sich freuen. Und die mögen auch sowieso Pringles. Dann haben wir ja Bio-Brezelchen von Salt Lake. Dann frage ich mich natürlich, warum habe ich eine alte Frau zu Hause? Dann hättest du eine Jüngere nehmen sollen. Nicht eine Alte, das war hoch von dir. Ja, du hast ja nicht gesagt, dass du alt wärst. Doch, ich hab dir gleich gesagt, wir sind ein Jahrgang. Du ja. Bist 5 Monate älter als ich. Ja, aber ich fühle mich wie 22. Ihr hättet ihn gerade noch sehen müssen. Ich bin alt, mir ist heiß, ich bin alt. Wir hören jetzt auf, ich bin alt. Aber jetzt kaum läuft die Kamera, bist du wieder jung? Naja, also wir haben hier von Salt Lets, das hieß früher Saltletten, ne? Lorenz Bio-Brezel. Das ist ein echt großes Paket. Irgendwie meine ich, wir hätten schon eins oder liegen, ich weiß es jetzt gar nicht. Wir werden dann nachschauen. Wenn wir dieses Paket in den Schrank legen, dann sehen wir ja, ob das andere da liegt. Ich weiß nicht. Wir haben es jedenfalls nicht gegessen. Wenn wir eins hatten, haben wir es noch nicht gegessen. Okay, dann haben wir hier Finn Crisp. Also, der Geschmack ist lecker, wirklich. Das ist ein Knäckebrot, ein sehr dünnes, sehr, sehr dünnes, sehr hartes Knäckebrot mit leckerem Sour Cream an dem Geschmack. Aber das ist so scharfkantig, dass ich mir den ganzen Gaumen zerreiße. Ich persönlich. Vielleicht können andere das besser essen. Auf jeden Fall wird das weitergehen. Das wird auf jeden Fall weitergehen. Irgendjemand wird sich darüber freuen. Dann haben wir ja Lemon Pancake Meal Replacement. Eine Ersatzmahlzeit mit viel Protein und 27 Mineralien, nee, Vitaminen und Mineralien. Und das ersetzt eine Mahlzeit. Jetzt habe ich also schon zwei Pfannkuchen, die eine Mahlzeit ersetzen. Und das ist ja ein Pfannkuchen, denke ich. Da kommt nur Wasser rein. 100 Milliliter Wasser. Und dann Pfannkuchen. Neulich hatten wir das nämlich auch schon mal. Und das haben wir noch nicht probiert. Also haben wir jetzt zwei. Wir können also theoretisch beide eine Mahlzeit ersetzen. Aber ich darf die alleine essen. Ahnte ich schon. Aber das freut mich. Den haben wir zwar auch schon mal und noch nicht gemacht, aber es ist ein Fotomagnet da drin. In dem anderen nicht, ne? Ein Cheesecake, ein Blueberry Cheesecake. American Style, ihr wisst schon. Den habe ich zwar noch nicht gemacht, weil ich das dann machen muss, wenn das außer mir noch jemand mit isst. Denn der Herr des Hauses weigert sich sowas zu essen.
Wahrscheinlich, weil er denkt, Frischkäse ist wie Käse. Habe ich da was? Warum machst du denn so? Ja, weil ich mich einfach... Ich denke, wohl, wie sonst, wenn du so komische Zeichen machst und nichts. Außerdem stimmt das ja nicht. Was? Deinen Käsekuchen esse ich ja. Du hast... Oh Gott. Ja. Wenn ich Käsekuchen, also deutschen Käsekuchen, weil wir irgendwo eingeladen sind, wo ich Kuchen mitbringen soll. So, da hatte einmal, was hatte ich da? Keinen Arm gebrochen, irgendwas, ich konnte jedenfalls nicht selber backen. Und dann hast du gebacken nach meiner Anleitung. Und dann hat er festgestellt, da ist ja gar kein Käse drin, sondern nur Quark, was er auch nicht isst. Und hat davon ein Stück gegessen und behauptet, wie lange ist das her? 10 Jahre? Behauptet jetzt, ich esse Käsekuchen. Ich habe 2 Stück gegessen. Vor 10 Jahren. Immerhin. Ja. Dann kannst du doch auch Cheesecake. Cheesecake nee. Heißt Käsekuchen. Warum soll ich so was essen? Vielleicht überrascht es dich. Nein. Ich will mich aber nicht überraschen. Aber ich habe auch schon Frischkäse in Soßen reingetan und du hast es ja, nicht gemerkt. Ja, du kannst ihn doch essen und dann... Ich kann keinen ganzen Kuchen essen. Also wenn, dann muss da jemand mitessen. Und dann haben wir das beliebte Mozzarella-Satz. Hatten wir in der Lieblinge-Box ebenfalls. Mir kommt vor, als hätte ich 2-mal Lieblinge, ne? Ne, haben wir aber nicht. Das wird also auch weiter wandern. Das ist, wie gesagt, für Tomate-Mozzarella. Ich kann keine Tomaten essen. Und du willst sie nicht essen, ne? Dann haben wir hier, was ist das von Gefro? Ah ja, Suppenpause, grüne Welle. Suppenpause, es ist eine Suppe. Ja, warum nicht? Das ist dann wie so ein Brühwürfel, nur ein Tütchen, ne? Kann man bestimmt auch zum Kochen verwenden. Wollte Inhalten in eine Tasse. Ja, aber wenn ich daraus eine Soße machen will, dann mache ich daraus eine Soße. So. Von Gefro. Und dann, Überraschung, wie in der Lieblinge-Box, das ist der gleiche Fuse-Tee. Egal. Schwarzer Tee, Pfirsich, Hibiskus. Ja, ich mag den sehr gerne. Ja. Du hast auch schon mitgetrunken. Ja. Also, das ist okay, ne? Und dann ist was für dich drin. Da hatten wir noch nicht schon mal. Und ich glaube, die hast du leer, ne? Ja, aber... Ja. Oh, da hat der notgedrungen gegessen. Bevor sie jemand anders macht, ne? Meins ist es nicht. Also, entweder du isst das oder wir müssen es verschenken. Dann isst es lieber, ne? Oh, du hast es gern gegessen, gib es einfach zu. Nein, gern nicht. Favorites heißt das. Mhm. Doch, ich sage es jetzt. Und der, wenn er widerspricht, dann lügt er. Nein. Er mag das. Nein. Doch. Ich habe sie gegessen. Notgedrungen. Aber es ist nicht so, dass ich jetzt sagen würde, ich müsste mir das kaufen. Nee, aber jetzt ist es da, Schatz. So, wir haben hier Stadtstreicher Haselnuss. Auf die Stuhle fertig los. Das sieht sehr seltsam aus, aber ich glaube, das ist wirklich was Gutes. Haselnuss. Die haben aus Haselnuss und Butterstrich gemacht. So wie Erdnussbutter. Aber es ist ein auf die Stuhle fertig los. Haselnuss. Das ist bestimmt schweineteuer. Stimmt. Made in Berlin. Ach, hat ja. Die eine oder andere Kalorie hier. 100 Milliliter, nee, 100 Gramm, 580 Kalorien. Also ein bisschen mehr als Schokolade. Und so die eine oder andere Kalorie. Ach, konnte man gar nicht sehen, ne? Ich kann nicht das. Hier ist ja gerade noch kein Text. Stell es auf die Pringles. Ich möchte das nicht auf die Pringles stellen. Dann lass es. Naja, fällt es um. Und Kaffee, Crema Honduras. Wie Lieblinge-Box. Das ist sehr seltsam, dass die in der Lieblinge-Box wirklich schon Sachen drin haben, die jetzt erst kommen. Ne? Und meine allergrößte Enttäuschung diesen Monat ist das. Pesto. In der Lieblinge-Box ist auch Pesto. Genau dasselbe Pesto. Und ich möchte bitte kein Pesto mehr finden. Und das war der XXL-Deal, ne? Irgendwie sowas, ja. Dann haben wir hier die Nature Valley Softbaked Protein Oats and Honey. Ja, die kann man essen, die sind relativ weich. Aber jetzt nicht so doll.
Man kann sie essen, sie machen satt. Die schmecken nicht übel, aber auch jetzt nicht so doll lecker. So, ich hab's gesagt. Und dann haben wir noch, kommt mir auch bekannt vor, das war in der Lieblinge-Box ebenfalls. Fruchtsecco, schwarze Johannisbeere von Rotkäppchen. Ohne Alkohol. Wer sagt denn ohne Alkohol? Ach, da steht auch drauf alkoholfrei. Woher wusstest du das? War auf der anderen auch? Und ich habe gedacht, da wäre Alkohol drin. Ja, das ist doch gut, dann können wir das doch trinken. Genau, schön kalt und dann ja. Hauen wir uns rein. Ja. Und dann sind wir besoffen. Von alkoholfrei. Genau. Ich glaube, das war's. Ja, das war's. Naja, so gemischt, ne, würde ich mal sagen. So gemischt. Das ein oder andere hätten sie sich... Hallo, Mr. Sammy, bist du wieder da? Möchtest du in die Box? Und die Box ist leer, ich habe nichts dagegen. Ja, das ist deine Box, Schatz. Hm? Ja, der Sammy. Sammy, schau mal. So viele Sachen hast du verpasst, Mäuschen. Ja, da warst du gar nicht dabei. Du süßer kleiner Wicht. Okay, ihr Lieben, wir machen Schluss. Sammy hat seine Box und ist zufrieden. Und wir räumen mal die Lebensmittel weg. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wir danken euch fürs Zuschauen und sagen, macht's gut. Schmelzt nicht weg. Bis demnächst. Tschüss.